eine Komposition aus Holz, Stahl und Glas vereint in einer wunderbaren Wohnküche. Und wie das miteinander harmoniert, das zeige ich euch in diesem Video. Dazu seid ihr herzlich eingeladen und Küchenquickie ab. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Der Küchenhersteller Hecker Küchen hat uns hier auch eine richtig schöne, gute Küche präsentiert und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In unserem Küchenquickie habt ihr ja schon, denke ich mal, einen sehr guten Überblick bekommen, was wir uns jetzt hier im Detail anschauen. Beginnen wir mit der Front. Wir haben hier eine Echtholz-Furnierfront gegrillt. Und zwar haben wir die AV6023 in der Grifflos-Variante. Wir haben hier eine grifflose Küche. Farbton von der Insel, von der Hochschranganlage ist Nussbaum elegant. Und im Essbereich haben wir diese Front dann nochmal in Eiche schwarz. Diese Front, hatte ich ja gesagt, ist eine Furnierfront gegrillt. Und da haben wir für euch nochmal zusammengestellt in Bildmaterial, wie diese Front überhaupt entsteht. Denn wir haben das Trägermaterial und dann haben wir auf der Futter sowie auf der Rückseite mehrere Furnierschichten, die dann gepresst werden, die versiegelt werden und auch dann seitlich nochmal mit einer Kante belegt werden und die Enden werden halt auch nochmal gefasst. Und wie ihr in den Bildern seht, wird natürlich auch wirklich nochmal Hand angelegt. Also wir haben ja wirklich eine Front, wo man sagen kann, dass wir hier schon auch richtig Handarbeit haben. Hier in unserer Küche haben wir jetzt eine durchgängige Front für den Vorratsschrank. Diese Front natürlich, damit sie nicht sich verzieht, haben wir hier den Spannbeschlag und der Vorratsschrank mit innenliegenden Auszügen. Die ganze Küche hat die Unterflurzarge, das heißt, die Laufschienen sind unter dem Auszug. Das heißt, wir haben seitlich nur eine Zargenstärke von 8 mm und hier im Vorratsschrank sehr schön mit dem Glas seitlich wie auch vorn. Und somit hat man natürlich immer den perfekten Überblick, was man hier an Vorräten lagert. Ja, das Ganze abgerundet mit der edelstahlfarbigen Kehlleiste, die natürlich passend ist zu unserer Massiv-Edelstahl-Arbeitsplatte. Diese kommt aus dem Hause von Franke, hat dann auch hier die Einbeckenspüle schön eingeschweißt, hat eine entsprechende Veredelung bekommen. Hier haben wir eine Veredelung, wo es darum geht, dass wir keine Wasserflecken sehen, die Wasser oder das Wasser perlt ab und kann ich dann ganz einfach abwischen. Wie das genau aussieht, wie das funktioniert, welche Beschichtung es noch gibt, dazu haben wir ein extra Video, das verlinken wir euch über die Infokarte. Jetzt hatte ich euch ja gesagt, dass wir hier eine sehr wohnliche Küchenplanung haben und zu einer wohnlichen Küchenplanung gehören natürlich auch offene Elemente. Das ist hier an der Stelle wunderbar gelöst, denn hier ist nochmal eine Zwischenwand eingezogen und das Ganze dann mit Leuchtburten vervollständigt, dass halt hier so eine Art Barcharakter erzeugt wird. Und was
in einer wohnlichen Küchenplanung immer sehr gut ankommt, ist, wenn die Hochschränke nicht in der vollen Tiefe zu sehen sind, sondern wenn das hier so wie in unserem Fall gut kaschiert wird. Denn wir haben ja nicht nur den Vorratsschrank, sondern wir haben hier ja auch noch ein bisschen Technik. Und ja, die Technik kann ich natürlich nicht einkürzen. Denn wir haben zum einen, haben wir hier unser Kühlgerät. Das Kühlgerät eine 178er Nische und noch ergänzt hier in dem Fall mit einem Eisfach. Ansonsten klassisch Kühlschrank. Das machen wir wieder zu. Und dann haben wir den Backofen, oben drüber Tür mit Einlegeböden und unten auch ganz klassisch nochmal Einlegeböden, denn wir haben zum einen in der Insel Auszüge und wir haben unseren Vorratsschrank, den wir gesehen haben, und wir haben noch einen zweiten Vorratsschrank. Statt dem klassischen Apotheker haben wir hier nochmal ein Schranksystem, wo Vorräte in der Tür und dann halt auch hier in den Taplan mit platziert werden können. Und ja, Tür schließen, läuft der Beschlag in den Schrank und wenn ich die Tür öffne, kommt der Beschlag uns entgegen. Und mit diesem Beschlag ist es natürlich möglich, hier so eine schöne, gleichmäßige Planung zu generieren. Jetzt hatte ich gesagt, in der Insel sind auch Auszüge. Jetzt komme ich mal zu euch rum auf die Vorderseite, bevor wir dann wieder an die Rückseite gehen. Und zwar haben wir hier schöne große Auszugschränke. Allerdings sind diese in der Tiefe gekürzt. Ne? Wir haben ja jetzt hier nicht eine so große Kücheninsel, sondern wir haben jetzt hier die Rückseite mit den tiefen gekürzten Auszügen. Ich mache jetzt nochmal alle drei auf. Und auch hier wirklich als Auszüge genutzt, ohne jetzt nochmal hier Schubkästen zu integrieren. Machen wir wieder zu und dann gehen wir nochmal auf die Rückseite, denn ihr seht ja, wir haben hier eine umlaufende Griffspur oben wie in der Mitte und da haben wir euch auch schon mal ein separates Video dazu gemacht, können wir auch nochmal in die Infokarte packen. Wenn wir jetzt hier so eine Linienführung haben bei einer grifflosen Küche, müssen wir ja irgendwo die Spülmaschine unterkriegen. Und die haben wir hier. Und dann sehen wir, dass die Front aufgedoppelt ist, damit dann auch hier die mittlere Kehlleiste ihren Platz hat. Machen wir das Ganze wieder zu. Dann kommt mal mit. Und zwar gehen wir nochmal zu dem Sideboard hier oder zu dem Lowboard, was jetzt hier den Wohnbereich darstellt bzw. abrundet. Sehr schön gelöst mit dem Höhenversatz. Wir haben hier einfach nochmal Türen mit Einlegeböden. Hier nochmal schön große Auszüge. Das Ganze wandhängend. Geht ja mit den Schwerlastbeschlägen sehr gut umzusetzen, haben natürlich eine entsprechende Bodenfreiheit, sieht dann wirklich sehr, sehr wohnlich aus und hier gefällt mir wirklich der Höhenversatz ausgezeichnet gut und zum Schluss einfach nochmal abgerundet, hier ein etwas höheres Teil, wieder als Tür mit Einlegeböden und im oberen Bereich nochmal das Leuchtboard. Ja, was fehlt jetzt noch? Klar, der Essbereich. Und dann gehen wir einfach zum Tisch. Ja, wie angekündigt, haben wir jetzt hier unsere Echtholz-Furnierfront in Eiche Schwarz. Hier jetzt natürlich nicht mehr die edelstahlfarbige Kehlleiste, sondern in Schwarz. Und ja, wir haben jetzt hier ganz einfach, ist ja auch in der Tiefe gekürzt, unsere Einlegeböden, das Ganze nochmal eingefasst im Nussbaum, damit natürlich das auch wieder zur Küche passt. Und hier wirklich schön Vitrinenschrank mit integrierter Beleuchtung, was natürlich auch dann im Essbereich nochmal für das passende Ambiente sorgt. Licht ist immer ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir halt wirklich über Essbereich und Wohnbereich uns unterhalten. Ja, hier nochmal ein schmaler Schrank, je nach Raumsituation und auch wieder sehr schön hier wirklich die durchgängigen Fronten. Ja, unser Tisch
Der ist natürlich auch mit einer Arbeitsplatte in Nussbaum dargestellt. Und hier haben wir die angekündigte Leuchte, die jetzt hier den Tisch erhält. Und die ist aus dem Hause von Hecker und natürlich hier mit unserem Smart Home zu verbinden bzw. kann verbunden werden. Weitere Küchentouren findet ihr über den Link, über das Gutzmann Küchenlogo könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und dann sehen wir uns zu weiteren inspirierenden Küchenplanungsvideos immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.